Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Quatsch mir hier nicht rein. Willkommen zu einer neuen Folge Quatsch mir hier nicht rein. Horizon Zero Dawn, ja, hi. So, letztens haben wir ja den großen Cliffhanger gehabt. Oh, bist du gehörst du wirklich? Ich bin hübscher wie du. Cliffhanger mit der Quest mit dem komischen, arroganten Heiler hier. Ja, wir haben dein Donnerkieferherz gefunden. Jetzt gib uns bitte das Heilmittel für das kleine Mädchen, denn wir sind sozial. Du bist asozial. Ich hab dein Maschinenteil. Deal ist Deal. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Bei meinem Eid. Doch sag mir, wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser als gar keine Zukunft zu haben. Ein erfrischender Satz. Los, tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Kaum halt die Fresse und mach dein Ding. Der war so schlecht. Hi. Du bist es. Sei gegrüßt. Aha. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Sehr geil, Auftrag abgeschlossen. Das war alles? Mann, ich wollte noch mal mit dem kleinen Mädchen dazu reden. Danke. Nochmal. Das war's. Das hätten wir in der letzten Folge auch noch machen können. Aber egal, Cliffhanger des Todes. So, haben wir denn hier noch irgendwo eine kleine Nebenquest? Ja, wir hatten die Nebenquest von letztens, ne? Das war aber, glaube ich, keine. Doch, das war, glaube ich, eine Nebenquest. Warte, gucken wir mal schnell. Verräterkopfgeld. Ufid, ein beliebter Offizier der Schattenkarcher, wurde vom hohen Priester Bahavas zum Tode verurteilt. Es muss mehr dahinter stecken, als es auf den ersten Blick scheint. Wo ist das genau? Mal rein aus dem Interesse, wo ist das genau? Hier oben. Sollten wir hinkriegen, oder? Ja, okay, okay, machen wir. Machen wir! Wie viele Meter sind das? 700! Wie heißt sie? Shiana. Ich kannte mal eine Shiana. Sie sang in der Taverne. Kann deine Schwester gut singen? Sie mag Ballspiele. Sie will Soldatin werden. Ein Jammer. Wie ein Jammer? Red doch weiter, das ist interessant. Kann ich mit ihm reden? Mit der Kleinen? Mit der Kleinen hier? So viel Aufregung an meinem freien Tag. Ach, komm mal die Fresse. So. Speichern wir hier noch schnell, falls irgendwas passiert auf dem Weg. Shiana. Haben wir schon gehabt. Ich kannte mal eine Shiana. Sie sang. Warte mal. Das klimpert wirklich, ne? Das ist die Rüstung, die klimpert, ne? Ja, ich glaube, das ist die Rüstung, die klimpert. Okay. Nee, die Rüstung will ich nicht haben. Was passiert jetzt? Rein aus Interesse. Was passiert, wenn ich jetzt mit dem Karcher Feuerwaffen auf die reinlaufe? Okay. Kann ich noch nicht. Okay, wir müssen jetzt raus hier. Ich steh doch Sito verlassen, Sonnenfall. Kann ich denn jetzt? Ich will das Outfit nicht haben, das gefällt mir nicht. So, jetzt hier. Kann ich immer noch nicht. Alter, wie weit muss ich weg sein von Sonnenfall? Jetzt ernsthaft mal. Die sehen mich doch nicht mal mehr. Okay, Heilkräuter sind immer geil. Das war eine Feuerbrennwurzel. Mann, das war kein Heilkraut. Kann ich denn jetzt wechseln? Bitte, lass mich wechseln. Ich will das Outfit nicht anhaben. Ja, nice, okay, so. Was war denn jetzt gerade? Bonnie, ich brauche dich. Nehmen wir auch mit, können wir verkaufen irgendwann mal. Ich würde ja eigentlich laufen und ein paar Kräuter sammeln, aber das dauert mir dann im Endeffekt doch ein bisschen zu lange, der ganze Weg, die 700 Schritte. Da können wir durchaus mal reiten. Oh Mann. Das können wir ja mitnehmen, oder? Daraus werde ich später einen Trank brauchen. Das war ja nicht mein Heilkraut. Mann, das war rot. Was ist mit meiner These los? Okay, dann sammeln wir halt nicht mehr auf. Nö. Okay. Ist okay. So, noch 500 Schritte. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, er kommt uns nicht in die Quere. Wir haben auch schon wieder den Weg verloren, glaube ich, ne? Nee, hier kommt gleich der Weg uns wieder entgegen. Okay. Das ist ein Weg, ehrlich? Das sind doch keine Wege hier. Oder das sind keine richtigen Wege. Das ist eher so ein Trampelpfad, so ein kleiner. Lagerfeuer entdeckt. Was sind das hier für Satellitenschüsseln? Okay, das Lagerfeuer nehme ich dann doch einmal mit. Und so.
Da hinten ist ein Banditenlager. Was? Was? Was macht der hier? Hä? Den gibt's auch in der Wildnis? Leute, eigentlich würde ich jetzt davon reiten, weil ich keinen Bock auf den habe, aber... Ich will den scannen. Ich will den in meinem Notizbuch haben. Wo ist der? Den haben wir gerade gespeichert. Oh, das reicht mir schon. Ich bin schon weg. Das sind zwei Steinbrecher? Ernsthaft? Pony, ich brauche deine Hilfe. Komm mal bitte. Alter! Du bist weg hier. Lauf, komm! Sprinten! Go, 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 go! Okay, ich bleib mal auf dem Weg hier. Hier ist nämlich ziemlich viel böses Zeug am Wegesrand. Hey, es ist Nacht, müsstet ihr nicht dies vorne? Komm schon. Mein treues Ross. Sprint ein bisschen schneller. Heilung! Das sind Heilungsblümchen. Das nehme ich doch mit. Ja, das ist kein Heilungsblümchen. Ist mir nicht sympathisch, also. Okay, ich sollte mir wieder sicher sein. Sägezahn. Trampler. Gute Kombi. Ja. Pony, kommst du bitte? So. 200 Schritte ist. Alter, mit dem Reitticket ist doch ziemlich schnell. Okay, das hier will ich dann doch looten. Denn Pfeilherstellung und so weiter, ne? Das ist alles ganz wichtig. Was ist das hier? Ist das ein Heilungsblümchen? Ich brauche Heilungsblümchen, verdammt. Nein. Aber das hier, das ist ein Heilungsblümchen. Ich brauche Heilung, 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 Blümchen. Heilungsblümchen? Nein, Aste. Aste ist das. Da drüben war ein gepanzerter Panzer. Was? Ein gepanzerter? Ein versteinerter Panzer, wollte ich sagen. So. Nee, ich brauche keine Schockwurzel. Heilung! Stimmareal. Kann ich mal in Ruhe lassen mit deinen Stürmern, danke. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall für unterwegs mit. Wieso ist hier so viel Heilung? Was ist das hier? Stein. Okay. Wieso war das so ein bisschen viel Heilung? Mach mich immer ein bisschen stutzig, als würde da irgendwas kommen. Okay, den restlichen Weg können wir noch laufen. Können wir noch ein paar Kräuter einsammeln, falls wir was auf dem Weg finden würden. Was anscheinend nicht so der Fall ist. Ja, siehst du mal. Ein Beutelchen voll. Siehst du, das bringt uns schon gut was. Drei tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthet hier durchgekommen ist. Gucken wir mal, gucken wir mal. Folge den Spuren. Was ist das denn? Oh, nice. Wo sind denn die Spuren? Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss okay. Der Grünsteig sein. Alles klar, der Grünsteig ist voller Heilungsblümchen. Finde ich sehr sozial von dem Grünsteig. Da geht's wirklich weiter mit Heilung. Finde ich schön. Okay, ist mir sympathisch. Obwohl das eigentlich meistens heißt, dass da mal ein großer Kampf auf uns zukommt. Platsch. Heilung. Ist das auch Heilung? Nein, ist keine Heilung. Okay. Lass was mal hier so schön stehen. Ja, wir wollen ja nicht die Natur verschmutzen oder gar Blumen rausreißen aus ihrem natürlichen... Heilung! aus ihrem natürlichen Habitat. So, ein paar Blümchen eingesammelt. Nee, sehr schön. Dadurch, dass wir mehr Rohstoffe rauskriegen aus den Sachen, die wir sammeln, durch die Perks, die wir verteilt haben, geht es auch doch ganz, ganz schnell. Dass wir den Beutelchen voll kriegen. Jetzt wird geklettert. Okay. Kriegen wir hin, ich bin die Klettermeisterin. Sage ich einfach mal so, ne? Ich bin die Klettermeisterin. Ja, ja, okay, Realm. Prahl auch noch mit deinen Jump'n'Run-Skills. Mach einfach. wir werden das nicht überleben. Hi, habe ich eigentlich schon heute erwähnt, dass wir ein Kräuterbeutelchen ganz gut voll bekommen haben? Ja, ne? muss das am Ende so viel bringt? Ich bin gespannt, wie viel übrig bleibt. Hier geht's weiter, ich weiß. Ich wollte nur mal gucken. Lass mich doch nur mal gucken hier. Das ist unglaublich. Darf man ja nicht mehr gucken heutzutage. So, tja, wenn das Spiel ist, überlebe ich das, oder? Yep. Oh. Ey, lol! Ich liebe Jump'n'Runs. Ich spiele das gerne. Das ist schön. Ist ja nicht so, als wäre ich schon 1000 Mal an Fallschirm gestorben. Öfters, als mich eine Maschine umgebracht hat. Ist ja nicht so. So. Sehr schön.
So sind wir denn jetzt oben, ohne dass wir runterfallen können. Das ist schon ganz sozial. Geht zur Spitze des Grünsteigs. Okay. So grün ist dieser Steig aber nicht, dass wir das Grünsteig nennen könnten. Also angemerkt. Auf das Teil komme ich natürlich. Doch, komme ich. Nice. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Ursus? Schön hier. Wirklich schön hier. Die Spur ist markiert. Essensreste. Ich wette, Uther hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Oh ja, das müssen wir. Ja, macht ja Sinn, dass er den Weg entlang gegangen wäre. Wäre er runtergesprungen, wäre wahrscheinlich tot gewesen. Hui! Hier kann man noch runterrutschen bestimmt, ne? Warte mal. Hui! Also sie schön den Arsch aufgeschliffen. Kann man da Operation mal machen, oder? Eine gute Maschine. Uther hat gejagt. Oh. Er kann es also doch. So. Okay. Alles Nützliche wurde entfernt. Uther hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Hey Leute, ich höre was. Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Esbar. Hoffentlich nicht nach uns. Wir sind immer weg, ne? Ich glaube, die müssen wir dann sowieso erledigen am Ende. Ja, okay. Ist okay. Muss ein Grauhagel sein. Ein fliegender Raubjäger. Ist tot. Und wie kriegen wir das Zeug dann runter? Halt doch mal still hier. Es wird sonst nichts. Ach du Scheiße. Alter, wie fucking viel Schaden wir einfach machen. Das ist schon schön. Kannst du dich mal bitte so drehen, dass ich dich hier treffen kann? Sehr sozial von dir. Dankeschön. Ah! So, kommst du hier runter. Hi und schau. So, der letzte bitte. Oh shit. Aua, hat weh. Ah, du. Dreckiger. Mal voll craften hier. Hör auf zu spammen! Weißt du was? Ich liebe diese Dreifachpfeile, ich liebe sie so sehr. Das ist nur leichte Verschwendung, wenn man dann am Ende nicht trifft. Kannst du mal bitte stillhalten hier, damit meine Pfeile treffen können. Sehr geil. Finde ich sehr sozial von dir. Nice! Das ist dein Tod. Okay, zurück zu Uther. Wohin ist er von hier aus gegangen? It's a good question, Aloy. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. In welche Richtung geht er? In die, ne? Ja, in die Richtung geht er. Da hoch, okay, tote alles klar. Lichter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Ja, aber wozu? Ich meine, natürlich muss er nachcraften und so weiter. So wie wir. Ach du Scheiße. Aber braucht er wirklich so viel? Okay. Sequenz. Pfui. Auf! Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger. Oder ich bin alt geworden. Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Sollen wir da wirklich hingehen? Ich hab noch welche da runterspringen. Ich kenn das Spiel doch. Rede mit Uthet. Ja, geil. Ich kann aber nicht runterspringen, ey Leute. Da bin ich immer tot. Ich kenne das Spiel. Das ist gemein. Ach, ich kann hier entlang. Okay. Ah, okay. Ah, okay.
Ich hab nur kurz Tschüss. Ah ja. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Bahavas? Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Uiuiui. Die Sonnenkarcher, die Schatten... Okay. Sonnenkarcher und Schattenkarcher. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkarcher glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Karcher beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthe, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Karcher verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Avad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon... Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten? Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Anscheinend nicht. Die Berge gehören uns. Kikuks Killer. Was? Wenn wir mit dir fertig sind, Banuk? Ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Hab dich hier drüben. Okay. Wollen die Banukas auch schon Stress? Okay, was ist das eigentlich? Wollt ihr wirklich Stress? Ist das euer Ernst? Ja, okay. Ist ja dann meine eure Entscheidung. Hey, wo ist der Dulli? Den treffe ich so nicht. Angriff, wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen. Hä? Sie verarschen? Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen! Na, könnt ihr nicht. Die Zeit ist vorbei! Ich hab dir mit Feuerpfeilen, ne? Sowas! Was ist das? Hier von hinten, oder wie? Lass mich hoch! Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs. Okay. Habe ich kein Problem mit. Ist tot. Okay, der hat doch ein bisschen mehr aus. Ich hab ihn nicht getroffen. Ja.
Alter, kann man echt nicht gut zielen, wenn die da oben hocken. Das waren nicht die letzten. Komm mit. Ich habe oben noch Vorräte. Ja, okay, ich lasse das einfach alles mal liegen hier, ne? Die haben ja nichts Gutes dabei wahrscheinlich. Gehst du zuerst hoch, oder? Da passiert doch gleich was. Das ist nicht umsonst eine Sequenz. Hundertprozentig passiert da gleich was. Ich krieg gleich einen Pfeil im Rücken. Ich wette was mit euch. Und hab. Das ist nicht ohne Grund eine Sequenz. Ich vertraue dem Spiel nicht. Steck schnell ein, was du kannst. Okay. Vielleicht war meine Begründung doch oben begründet? Ich hab keine Ahnung. Wo hast du deine Vorräte, bitte? Sammle Vorräte. Wo hast du Vorräte? Ach, hier. Ach so. Geht's weiter? Yep, geht weiter. Hi. Ja, ist klar. Was habt ihr denn da an? Osaram. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Na, kommt doch. Na? Was? Nee. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Ein letzter Kampf, Uthet. Lass uns drauf. Der hält dir doch was aus. Okay, nachcraften. Klappe. Ey, ich sehe gerade die Verheilung. Alter, 200 Schaden mit einem Headshot? Nice. Ernsthaft? Was ist wirklich, dass es funktioniert? Okay. Ich, ja, okay. Links. Links? Hi. Down. Komm noch mehr? Hi. Glaubst du wirklich, das funktioniert? Mit deinem doofen Schattenrassel? Ich geh vielleicht nicht ganz so sehr zum Abgrund. Geh weg mit deiner dummen Axt. Jetzt kommen hier alle runter, oder wie? Okay, mit der kleinen Schlägerei hier, sehe ich gerade. Alter. Aua. Das ist eine Kloppe hier. So. Komm noch mehr? Natürlich. Aua! Pisskopf! Wir fangen die alle ab hier! Die haben sich echt eine blöde Location ausgesucht, zeig ich denen schon mal. Kommen da noch mehr jetzt oder wie ist das? Also das ist jetzt unfair. Verteidigung nieder! Kannst du mal bitte zeigen hier? Ach, hey. Du zeigst dich, du stirbst. Hi. Hey. Ja, duck die doch nicht jedem Stein, das ist feige! Ja, und ich weiß, die Folge hat gerade Überlänge. Egal, das machen wir noch fertig. Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Nicht übermütig werden. Rettest du mich? Natürlich. Bin bereit für alles. Nicht schon wieder eine Sequenz. Das kann nicht gut gehen. Wieso gibt's bei sowas eine Sequenz? Ich habe immer so Schiss, dass da gleich ein Plot-Twist kommt. Dass er gleich einen Speerenrücken kriegt oder so. Hilf mir hoch. Zieh mich hoch. Schnell. Ich hab Schiss. Vertraut im Spiel nicht. Auf keinen Fall. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Okay. Egal, wir kriegen den. Wir machen den fertig. Komm. Oder?
Hier aber ganz smooth in den Fotomodus. Wir haben auch einen guten Ausblick auf Aloy gerade, mit dem coolen Sprung gerade. Leute, ich würde sagen, war was. Wir haben uns in der nächsten Folge vornehmen. Warum sage ich eigentlich immer, dass wir das heute noch in der Folge machen? Und das bietet sich gerade als Cliffhanger an, weil der Kampf gerade pausiert ist und so weiter. Da bietet sich ganz gut das Cliffhanger an, Leute. Bei 25 Minuten ist es auch eine gute Zeit, Leute. Konstruktive Kritik und so weiter, aber alles in die Comments, lasst eine Bewertung da. Und ja, wir sehen uns morgen wieder bei Horizon Zero Dawn. 15 Uhr wie jeden Tag. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.